So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich bin hier im Biosphärenreservat. Wie heißt das Ding? Rumsin. Rumsin? Was steht auf der Karte? Chorheide Schoffin oder so ähnlich. Korin. Korin. Naja, ich blende es euch nochmal ein, was auf der Karte stand. Jedenfalls, da bin ich jetzt. Das ist dahingehend interessant, dass das hier einer dieser super, super alten Buchenwälder ist, die als Gesamtheit der alten Buchenwälder Deutschlands ins UNESCO-Weltkultur-Naturerbe geraten sind. Und man hat da sich, glaube ich, irgendwann mal festgelegt, dass man da vorrangig irgendwelche Buchenwälder reinpacken möchte, die im Durchschnitt älter als 140 sind. Das ist hier der Fall. Wir haben jetzt hier, jetzt, wo wir gerade hocken, zugegebenerweise jetzt nicht so viele super alte Buchen rumstehen, aber doch einige alte. Also das meiste, was hier steht, wird was sowas um die 100 sein. Da sind noch ein paar jüngere dabei. Und das ist jetzt das Interessante. Dieser Wald ist schon sehr lange nicht bewirtschaftet worden. Das hat sich einfach nicht gelohnt. Ich habe mir das so erklären lassen, dass aufgrund der Nähe von Deutschland zu Polen, hier an dieser Stelle, das einfach dazu geführt hat, dass in dem Bereich wegen der doch sehr starken Grenznähe es einfach kein großes Interesse gegeben hat, nennenswert wirtschaftlich tätig zu sein. Und die Oder fließt ja auch ganz in der Nähe vorbei und das ist alles so ein bisschen, ja, Niemandsland möchte ich nicht sagen, aber es fühlt sich schon doch sehr so an, wenn man hier durchwandert, was wir ja gerade tun, als wäre man für deutsche Verhältnisse nahezu schon in der Wildnis. Und dann passt es einfach, dass diese Gegend hier relativ unberührt geblieben ist und die Wälder hier eben deshalb auch. Geologisch befinden wir uns auf einer Endmoräne, also einer Endmoränenlandschaft, weshalb, wenn man hier auch rumläuft, es eine gewisse Welligkeit im Gelände gibt. Und das an sich ist jetzt nicht weiter dramatisch für die Buche. Damit kommt sie ganz gut zurecht. Aber eine zusätzliche Welligkeit im Gelände führt dazu, dass wir hier einen besonders artenreichen, größtenteils reinen Buchenwald haben. Weil das Problem mit dem reinen Buchenwald ist, wie der Name schon sagt, es ist reiner Buchenwald. Also es ist zwar eine natürliche, aber es ist eigentlich eine Monokultur. Das Wörtchen Kultur müsste man weglassen. Es ist halt ein Reinbestand. Auch wenn den keiner so kultiviert hat. Und das führt dazu, dass wir normalerweise in Buchenwäldern, egal wie natürlich die auch sein mögen, eine vergleichsweise geringe Artenzahl haben. Also die Biodiversität im Buchenwald ist jetzt gar nicht so super. Aber deswegen sind ja auch die alten Buchenwälder eben entsprechend zum UNESCO-Weltnaturerbe, ich will ja mal Kultur sagen, erklärt worden, weil dadurch, dass die so alt sind, gibt es da durchaus viele Chancen für andere Lebewesen außer der Buche, um da eben auch sich ihre kleine eigene ökologische Nische entsprechend zu suchen. Und auf einer dieser ökologischen Nischen sitze ich hier gerade drauf, totes Holz. Im toten Holz wohnt erheblich mehr als in einem lebenden Holz, weil eine lebende Buche ist einfach nur eine Buche. Und wenn man jetzt rein die Individuenzahl sich angucken möchte, ob das jetzt eine gute oder eine schlechte Idee ist, möchte ich nochmal dahingestellt sein lassen. Aber rein von der Individuenzahl her ist eine tote Buche erheblich artenreicher als eben eine lebende. Hoppala. Und hier habe ich eine Hummel. Ja, Hummel, was willst du bei mir? Ich schmeck doch nicht. Jedenfalls, das ist ein ganz wesentlicher Faktor für artenreiche, biodiverse Buchenwälder. Wir brauchen auch tote Buchen. Lebende Buchen, ja, bringen so gesehen nichts. Ist natürlich die völlig dominante Spezies in einem Buchenwald. Es gibt gleich noch ein paar schöne Rundumaufnahmen etc. pp. Das soll ich nicht mehr so oft sagen. Jetzt habe ich es nur einmal gesagt, das passt. Und ich hocke mich mal kurz um und erzähle weiter, damit wir noch einen anderen Hintergrund zu sehen bekommen. So, dann, ihr seht hoffentlich im Hintergrund haben wir hier sowas da unten, sowas Tümpeliges. Das ist jetzt auch von daher natürlich wieder ganz interessant. Ich bin ein bisschen dunkel, macht ja nichts, sieht man ja trotzdem. Weil das hier eben eine Endmoränenlandschaft ist, kommt hier noch der zweite Faktor, der das zu einem besonders biodiversen Buchenwald macht zum Tragen. Ersten haben wir gerade gesagt, Totholz. Das steht da natürlich auch rum, ne? Der da lebt nicht mehr groß. Wunderbar, auch stehendes Totholz ist ein ganz wesentlicher Faktor. Liegendes Totholz ist gut, da können ein Haufen Käfer drin blüten, da können diverse Milben drin wohnen, da gehen diverse Pilze rein, das ist alles toll.
Aber wenn man so imposante Vögel wie einen Schwarzspecht haben möchte, und da ist eben einer vorbeigeflogen, wir haben ihn gesehen, leider ist es nicht gelungen, da irgendwelche Aufnahmen herzustellen, der ist halt nur wirklich kurz vorbei und weg war er. Aber es gibt hier welche und Schwarzspechte erheblich seltener als der relativ häufige Buntspecht, der jetzt auch nicht so häufig ist, über den kann man sich ja auch freuen. Da hätte ich ein Bild, blende ich euch an dieser Stelle mal ein. Aber spannend an jetzt dieser Endmoränen-Grundmoränen-Landschaft, das ist so ein Mix aus beiden, ist vor allen Dingen eben diese Struktur in der Landschaft. Diese wellenförmige Struktur, es ist so ein bisschen wie feste Dünen, halt nicht aus Sand, sondern schon, also schon Basismaterial ist Sand, aber doch deutlich festeres Material, als es bei so wirklich windverwehten Dünen der Fall ist. Und damit ergibt sich einfach eine viel größere Struktur in der Landschaft und wir haben zwischendurch auch solche Senken hier im Buchenwald. Und das ist deswegen interessant, weil da ist Wasser drin. Und das bedeutet, dass wir innerhalb eines sonst sehr buchendominierten Waldes auch Kleinstlebensräume haben, wo die Buche nicht so gut kann. Die mag es nämlich nicht, direkt am Wasser zu stehen, wodurch dadurch eben einfach nochmal zusätzliche Kleinstlebensräume im großen Buchenwaldbiotop entstehen, was das hier wirklich zu einem sehr, sehr, ja, sehr, sehr urtümlichen und bemerkenswerten Lebensraum einfach macht. Ich habe es, glaube ich, schon an verschiedenen Stellen mal ein paar Mal erwähnt, aber der Buchenwald ist Deutschlands vermutlich vorherrschende Vegetationsform. Also Wälder wären zumindest nach Meinung immer noch der Mehrheit der Leute, die sich damit beschäftigen, die größte mögliche Vegetationsform, die wir in Deutschland haben könnten. Und die hätten wir, je nachdem, wen man fragt, auf irgendwas zwischen 80% und 90% der Landesfläche. Da kann man sich auch kloppen. Es gibt auch Leute, die sagen nur 75% oder 70%. Aber bisher ist es doch noch am wahrscheinlichsten, dass ein Großteil der deutschen Fläche von Wäldern eben entsprechend bewachsen wäre. Und davon ist mit Abstand am dominantesten von den verschiedenen Waldtypen her, die es gibt, der Buchenwald mit wahrscheinlich dann nochmal auch wieder 75% bis 90%, je nachdem, wen man fragt, der Waldfläche, die dann vorhanden ist. Ne? Also eigentlich 75% bis 90% Wald auf Deutschland und davon nochmal 75% mindestens Buche. Ja? So ungefähr. Das heißt, ein Buchenwald ist eigentlich nichts Besonderes. Man muss jetzt noch sagen, Buchenwald ist nicht gleich Buchenwald. Da gibt es einen bodensauren Buchenwald, es gibt einen es gibt den Waldmeister-Buchenwald, es gibt einen Carici-Vergetum, wie heißt denn das auf Deutsch? Dingstergras-Buchenwald, ach Mann, Hort-Elimo-Vergetum gibt es noch, mir fallen jetzt die deutschen Namen, ich schreibe sie euch unten hin, nicht ein. Und also es gibt ja schon eine gewisse Vielfalt innerhalb der Buchenwaldgesellschaften, aber Buchenwald ist nun mal per se als Lebensraum, um biodivers zu sein, darauf angewiesen, dass er alt ist, weil sonst gibt es keine toten Bäume und dann gibt es keine Käfer, dann finden die nichts zu fressen, lebende Buchen können die nicht aufmampfen, dann gibt es kaum Pilze, außer den Fußpilzen von den Buchen, ne, jeder Baum hat einen Fußpilz, erzähle ich auch häufiger, das wäre dann alles gar nicht möglich und wir hätten auch kein stehendes Totholz, hier Dingelingling, für Bruthöhlen von Specht, von Siebenschläfer, von Fledermäusen, von auch theoretisch sogar der Wildkatze, die geht auch mal in eine Baumhöhle, wenn die dann wirklich groß genug ist, dass sie reinpasst, dann freut sie sich und nimmt die auch ganz gerne an. Natürlich auch mal so ein Marder hockt da ganz gerne mal drin und. Baumhöhlen sind wirklich was Wichtiges, wenn man spannende Tiere eben entsprechend im Wald haben möchte. Deswegen kann man so ein bisschen unterscheiden. Junger Buchenwald, Artenzahl, so im Bereich von, wenn es gut läuft, wenn es wirklich richtig, richtig gut läuft, 50, ne, Arten, die es da gibt. Ne, inklusive Pilze, inklusive Käfer, alles. Ne. Höhere Pflanzen, darunter vielleicht
Maximal 20, maximal. Also das wäre dann schon krass viel. Also sagen wir eher 10, weil das Einzige, was neben Buche an Pflanzen auf dem Boden vorkommen kann, und wir sehen hier ja größtenteils kahles Laub, das ist kein Zufall, sondern es liegt einfach daran, dass die Buche viel zu viel Schatten auf den Boden wirft und dann nichts anderes hochwachsen kann, weil einfach kein Licht da ist. Deswegen bin ich hier auch so dunkel jetzt gerade in dieser Aufnahme vom hellen Hintergrund. Das ist eigentlich didaktisch ganz sinnvoll, weil einfach nichts hat eine Chance, unter Buche zu wachsen, außer man spezialisiert sich auf die kurze Zeit im Frühjahr nach dem Winter, an dem die Buche ihre Blätter eben abgeworfen hat und noch keine neuen dran sind. Und dann entsteht ein gewisses Zeitfenster zwischen, es ist warm genug für Pflanzenwachstum und die Buche hat ausgetrieben, in dem Buchenwälder kahl sind, und da können dann die Frühjahrsblüher wachsen. Habt ihr sicher auch schon gesehen, da wäre zu nennen das Buschwindröschen, auch der Bärlauch, das Maiglöckchen ist gegebenenfalls noch dabei, Achtung giftig, aber nur um mal ein paar Beispiele eben entsprechend zu nennen. Alles super, super spannend, alles schön, aber die sind dann auch wieder weg. Im Sommer ist im Buchenwald also wirklich nur Buche. Punkt. Im jungen Buchenwald. Es sei denn, es gibt Totholz. Das ist der springende Punkt. Und nochmal kurz zu eben diesem Netzwerk Alter Buchenwälder Deutschlands. Ich hatte ja schon gesagt, so grob ab 140 Jahren geht es da los, dass man da dazugezählt wird. Jetzt möchte natürlich nicht unbedingt jeder Waldbesitzer haben, dass seine Buchen 140 werden, weil dann müsste man ja überlegen, ob man sie gegebenenfalls da dazuzählt und weitere Teile eben von diesem UNESCO-Naturerbe eben entsprechend entstehen. Und das ist also durchaus auch ein Politikum, unsere alten Buchenwälder. Aber wer deutsche Urnatur sehen möchte, beziehungsweise die Urnatur für Mitteleuropa, das ist genauso Urnatur in Frankreich und in Polen und in Tschechien, da müsste man wirklich schauen, dass man sich eben entsprechend diese alten Buchenwälder mal anguckt. Und eine der Möglichkeiten ist das, wo ich mich hier befinde, vielleicht gar nicht so weit weg, wenn man mal sowieso Berlin besichtigen möchte oder in der Nähe von Berlin beruflich irgendwas zu tun hat oder sowas, dann könnte man hier mehr mal einen Abstecher machen und hier einfach mal eine Runde spazieren gehen. Es ist sehr beeindruckend und jo, mehr habe ich zu dem Thema in Kurzform auch nicht mehr zu sagen. Also tschüss.